Hey, was ist Magie? Magie ist Emotion. Und Magie ist eigentlich ausschließlich Emotion. Emotion, die gebunden ist an Objekte, an Werte, an Ideale, an Gedanken. Ein guter Magier hat seine Emotionen sehr gut geordnet. Nicht unter Kontrolle, aber geordnet. Wenn du etwas in die Hand nimmst und sagst, ich glaube daran, dann lädst du es auf mit deiner Energie. Wenn dieser Gegenstand mit deiner Energie verbunden ist, weil du an ihn geglaubt hast, und du gibst diesen Gegenstand jemand anderem, dann hat dieser jemand andere einen Teil deiner Energie, nämlich einen Teil dessen, woran du glaubst. Wenn du deinen Glauben an die gesamte Menschheit richtest und sagst, ich glaube an die gesamte Menschheit, dann gibst du einen Teil deiner Energie oder deiner Kraft an die gesamte Menschheit. Wenn du deinen Glauben an das Gute richtest, dann gibst du deine Kraft an das Gute. Wenn du sagst, es gibt etwas Gutes, dann gibt es auch etwas Schlechtes. Denn Gut und Schlecht ist ein Paar. Wenn du die Kraft also dem Guten gibst, dann entziehst du dem Schlechten quasi Kraft. Weil an das Schlechte willst du ja nicht glauben. Was ist das, woran du glaubst? Denn das Gute? An das Schlechte glaubst du nicht. Oder glaubst du an beides gleichzeitig? Und an diesem Beispiel merkst du schon, wie seltsam sich deine Energie bewegt. Du glaubst an das Gute, aber dadurch, dass du an das Gute glaubst, schaffst du etwas, was schlecht ist. Und glaubst also auch an das Schlechte. Warum glaubst du nicht gleich an beides, an Gut und Schlecht? Denn was gut und schlecht ist, ist jeweils Interpretationssache. Das heißt, Glaube hängt an Emotion. Emotion hängt an Gedanken. Oder hängt der Gedanke an der Emotion? Ich sage, dein Gedanke ist abhängig von deinem Gefühl. Was für ein Gefühl hast du? Bestimmt, was für eine Art Gedanken du entwickeln wirst. Hast du ein Gefühl, dass du in Frieden mit dir selbst bist, in Frieden mit deinem Grund, mit deinem Existenzgrund, dem Grund, warum du geboren wurdest, bist, dann hast du erstmal einen Punkt in dir, wo du sagst, da bin ich, da ist alles gut. Und von diesem Punkt aus gehst du los und lädst Dinge auf. Das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht. Warum ist das verbunden mit Magie? Oder warum sage ich, Magie ist Gefühl? Magie ist Gefühl, weil das Gefühl ist das, was dich als Mensch ausmacht. Du bist eigentlich nur ein Gefühl. Und dieses Gefühl denkt, agiert und handelt. Ein sehr schönes Beispiel, warum Magie betrieben wird oder wie Magie funktioniert, siehst du derzeit über die Corona-Infektion. Es gibt eine Infektion, es gibt Coronaviren und die sind gefährlich und die sind übertragbar und die sind dieses und das. Dadurch wird ein Meinungsbild erzeugt, dieses Meinungsbild erzeugt Glaubensmuster, weil die Leute glauben das. Dann tragen sie einen Mundschutz und fühlen sich geschützt, dann zieht jemand den Mundschutz ab und schon gibt es Konflikt. Das Ganze basiert aber nur am Glauben. Würde es auf rein faktischer Ebene funktionieren, würden wir es über unsere Logik beurteilen. Und dann wäre es eine Entscheidung von, das stimmt und das stimmt nicht. Aber dann wäre es ja nicht so spannend. Dann wäre es nicht so, woran man glauben könnte. Und wenn ich daran nicht glauben kann, dann ist es nichts wert oder es ist nicht da. Magie ist reine Emotion.
Jetzt könnte einer sagen, ja, ich habe meine Gefühle so derartig im Griff, ich handle aus der totalen Kälte heraus. Ja, das kann sein, dass er das denkt, dass er das tut, aber um in diese totale Kälte zu kommen, hat er sich willentlich entschlossen, kalt zu sein und aus der Kälte heraus zu handeln. Das heißt, er hinterlässt seine Handschrift. Seine Handschrift ist sein Gefühl oder seine Absicht. Magie ist reines Fühlen. Und wenn du das reine Fühlen in dir zulässt, wenn du zulässt, dass du dein eigenes Gefühl wahrnehmen kannst oder dass du deinem eigenen Gefühl gewahr wirst, dann wird sich dein gesamtes Weltbild relativieren. Dann wird sich relativieren, dass irgendjemand sagt, ja, ich glaube an den einzigen Gott und du musst an diesen Gott glauben. Was übrigens jeder Gott sagt. Und die anderen Götter sind immer alle schlecht. Dabei sind aus naturspiritueller Sicht alle Götter nur Wesenheiten, die irgendwie da sind und mit denen man was tun kann oder auch nicht tun kann. Interessant ist halt, wo lagerst du dein Gefühl hin? Woran glaubst du? Lädst du etwas auf mit deinem Glauben? Oder entlädst du dich von Glaubensmustern? In dem Zusammenhang kann ich über meinen eigenen Weg als Energetiker berichten, dass das eigentlich nur ein Weg durch Glaubenssysteme war, die ich teilweise übernommen habe, die ich aber am Ende alle wieder ablegen musste, weil sie alle nichts mit mir zu tun haben. Das Einzige, was dein Leben anleiten und bedeuten sollte, ist dein Gefühl. Das Gefühl, lebendig zu sein. Was ist dein Lebensgefühl? Und das ist deine Magie. Und diese Magie, dieses Lebensgefühl, was du hast, bestimmt deine Gedanken. Und deine Gedanken schaffen dann in diesem Schöpfungsraum, in dieser illusorischen Scheinwelt, das, was du erleben kannst und erleben willst. Das ist auch Magie. Ich habe in dem Video, was ich gestern gemacht habe, gesagt, das ist die Natur. Und jetzt macht jemand Magie auf der Natur. Das heißt, er stellt etwas hin. Die Natur bewegt sich trotzdem weit. Er stellt es hin mit seinem eigenen Willen, seiner eigenen Absicht. Und die Natur geht einfach immer drüber dran vorbei oder drüber weg. Aber die Natur bewegt sich immer weiter wie ein Pendel. Der Natur ist es egal, ob du Magie gemacht hast oder nicht. Aber wenn du die Natur mit in deine Magie einbeziehen möchtest, dann musst du es so formulieren, dass es den Absichten der Natur entspricht. Und dann bewegt sich deine Magie eine Zeit lang mit der Natur. Und so lange, bis die Natur deine Magie geprüft hat und deine Magie für gut und richtig befunden hat. Und dann wird die Natur sagen, mit dieser Magie gehe ich zusammen, diese Magie übernehme ich. Und dann hast du wirklich magisch gearbeitet. Das ist keine Angelegenheit, die man mal so eben macht. Es gibt keinen seriösen Magier, der sagt, mach das so und das ist vorbei. Es gibt eine Menge Magier und magische Angebote, wo Leute sagen, ja, du hast das und das gemacht, jetzt musst du dieses Ritual machen und du musst mir 400 Euro zahlen. Dann sage ich dir, wie das geht und dann hilft dir die und die Göttin und alles ist gut. Ja, was hat der Magier gemacht? Er hat dir erzählt, du hast da einen Fehler gemacht. Das heißt, er hat deinen Glauben befeuert und dir gesagt, glaub daran, du hast einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, oh Gott, ich muss den Fehler sofort korrigieren. Dann hast du Angst bekommen, es könnte ganz gefährlich sein. Dann hat er gesagt, zahl mir so und so viel, ich sage dir, wie das geht. Du hast ihm so und so viel gezahlt, er hat dir gesagt, wie es geht. Du hast es gemacht, du plötzlich große Erleichterung und natürlich verbunden mit deiner illusorischen Auflösung des Ganzen. Am Ende habt ihr beide nur eine Illusion bewegt und diese Illusion dann aufgelöst. Wenn du tatsächlich
Magie betreiben willst oder tatsächlich sagst, du bist daran interessiert, Magie zu betreiben, dann musst du erstmal Magie lernen. Und Magie lernt man von der Natur. Wenn du rausgehst in die Natur und siehst eine Blume, die noch nicht blüht, dann ist der erste Lernschritt, den du als neu anfangende Magier oder Magierin machen solltest, beobachte die Pflanze, ob dir die Pflanze zeigt, wie ihre Blüte aussieht. Und dann geh ein Buch, schlag nach, ob die Pflanze so eine Blüte bekommt. Wenn du die Blüte sehen kannst, die die Pflanze bekommen wird, ohne dass du es vorher wusstest und das dann später stimmt, dann hast du den ersten Schritt in die wahre Magie gemacht. Weil das eine Magie ist, die mit der Natur in Einklang arbeitet. Magie, die mit der Natur nicht in Einklang arbeitet, ist überall verbreitet. Die ist aber nicht schlimm, die ist halt da. Das ist aber nicht die Ebene, auf der du arbeitest, wenn du sagst, ich gehe den naturspirituellen Weg. Das ganze Leben ist ein Gefühl. Magie basiert auf Gefühlen. Gefühle bestimmen das, woran du glaubst. Das, woran du glaubst, bestimmt das, was geschehen kann. Und wenn du tatsächlich magisch arbeiten willst, dann musst du immer nur dein Gefühl suchen, dein Gefühl bereinigen und die Gedanken, die eventuell andere zu dir senden, auch aus deinem Gefühl rausnehmen oder in deinem Gefühl prüfen und sagen, naja, das sind auch schöne Gedanken, aber das sind nicht meine Gedanken, weil sie entsprechen nicht meinem Gefühl. Gefühle erzeugen Gedanken. Gedanken erzeugen energetisch gesehen so eine Art Muster. Und dieses Muster, was diese Gedanken erzeugen, folgt immer dem Urheber. Das heißt, wenn du wirklich Magie gelernt hast, dann bist du wirklich in der Lage, etwas anzufassen und kannst den Gegenstand fühlen. Du kannst fühlen, was der Gegenstand erlebt hat, wenn du den Gegenstand fragst. Du kannst den Gegenstand fragen, ob er für dich arbeitet. Er sagt vielleicht ja, vielleicht sagt er nein, weil er zu voll ist. Du kannst dem Gegenstand helfen, sich in seinen natürlichen Zustand zu versetzen, nämlich nicht voll zu sein. Und wenn du Letzteres machst, das heißt den Gegenständen um dich herum oder den Dingen um dich herum, ihre Daseinsberechtigung wiederzugeben, die sie hatten, bevor man sie benutzt hat, dann ist das eine sehr große magische Handlung, weil aus einem Gefühl entsteht. Und das Gefühl, aus dem heraus sie entsteht, ist das Gefühl der Freiheit. Und das ist eigentlich die Oberheadline der jetzigen Zeit, ist Freiheit. Freiheit der einzelnen Daseinsformen zu sein, wie sie sind. Und nicht zu sein, wie sie sein sollen. Magie ist ein Gefühl. Du bist als Mensch eine magische Schöpfung. Du bist nur ein Gefühl. Und das Gefühl, was du bist, ist das, was dich ausmacht, was deinen Weg ausmacht und was dein Leben ausmacht. Ich glaube, ich sollte hier enden, weil mehr wäre zu viel. Ich freue mich über jedes Like auf dieses Video. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und ich wünsche dir einen schönen Tag.